Meine lieben Brüder und Schwestern, wir haben dieser Tage schon gesehen bei der Lektüre des Jakobusbriefes, wie sehr dieser Apostel anmahnt, dass der Glaube eine Lebensgestalt braucht. Er geht aufgrund seiner jüdischen Wurzeln fest davon aus, dass es untrennbar miteinander verbunden ist. Glauben, ohne dass es eine Gestalt des Lebens, eine Äußerung im Leben gibt, ist geradezu undenkbar. Das gilt sicher auch für das gesamte Judentum in seinen ganz unterschiedlichen Positionierungen und Färbungen. Heute wird das noch einmal vertieft, wenn von Glaube und Werke die Rede ist. Und vielleicht schaffen wir es sogar, das, wovon der Text so sehr aufgeladen und geprägt ist, was gar nicht in der Absicht des Apostels lag, dass was dann zum Streitfall in der Reformation wurde, ein wenig zurückzustellen. Wenn man in den letzten Monaten ein wenig gelernt hat zu verstehen, wenn man das so salopp sagen darf, wie der Papst tickt, dann weiß man, dass das genau eine Lesung nach seinem Geschmack ist. Er hat heute Morgen in St. Martha richtig losgelegt. Und er hat zwei sehr schöne Beobachtungen gemacht, die ich heute Abend mit euch teilen will, nämlich worin die Gefahr des Glaubens besteht, wenn er losgelöst wird von der Lebensgestalt. Es gibt zwei Gefahren, so sagt Papst Franziskus. Das eine ist die Kasuistik und das andere die Ideologie. Die Kasuistik meint das Klein-Klein. Das ist sozusagen, da wird Glauben zu einer Art wunderschön hergerichteter Puppenküche. Es gibt kleine Schubladen, die sind beschriftet, man weiß, wo alles hingehört, alles ist ordentlich, es gibt auf jede Frage eine klare Antwort, aber das war's dann. Und oft werden die kleinen Inhalte aus diesen kleinen Schubladen genommen, um andere zu piesacken. Ein System. Und natürlich ist auch dem Papst klar, dass Glaube immer ein gewisses System und eine Systematik braucht und hat. Aber es kann sich darin nicht erschöpfen. Die andere Gefahr ist die große Ideologie. Das heißt, Glaube ist eine weite Idee. Die ist so weit und groß, dass man gar nichts leben muss. Auch diese Ideologie, Glaube als Ideologie, wird oft gegen andere in Stellung gebracht. Und natürlich wissen wir aus dem Evangelium, und auch ja, der Jakobusbrief ruft es noch einmal in Erinnerung, dass das reine Bekenntnis noch gar nichts bringt. Die Dämonen tun das auch. Wie oft fallen die Dämonen vor Jesus nieder und sagen, du bist der Sohn Gottes. Ja, an diesem Bekenntnis überhaupt nichts auszusetzen. Das ist richtig. Aber es hat eben keine Glaubensgestalt. Es gibt keine Bekehrung. Sie werfen sich sogar vor ihm nieder. Aber die Konsequenz fehlt. Jakobus würde sagen, die Werke fehlen. Und manchmal ist es sogar so, dass auch das rechte Bekenntnis fehlt, aber der Glaube da ist. Wir haben das letzte Tage noch gehört, jene kanaanäische Frau, die für ihre Tochter, die von einem Dämon gequält wird, kämpft. Jesus ist von diesem Glauben beeindruckt. Sie ist noch nicht einmal Jüdin, sie ist Heidin. Was hier deutlich wird, in aller Klarheit, hat auch mit unserem Evangelium zu tun, das wir hören. Vielleicht ist es unsere Aufgabe, gerade heute umso mehr, nach einer überzeugenden Lebensgestalt des Glaubens zu suchen und nicht in die großen Fallen zu tappen, die uns heute sehr, sehr nahe sind. Auf der einen Seite das Klein-Klein einer Kasuistik und einer zelebrierten Rechtgläubigkeit, die aber indem sie schon auf den anderen herumhackt, das Ziel des Glaubens verfehlt, den Inhalt des Glaubens verfehlt. Oder den Glauben so luftig aufzulösen in eine allgemeine Idee, dass es eben zur Ideologie wird und auch konsequenzlos bleibt. Nach der überzeugenden Lebensgestalt zu suchen, hat durchaus auch unangenehme Seiten. Vielleicht trifft das Wort vom Kreuz auf sich nehmen oder auch davon, dass man sich auf etwas einlässt, wenn man Jesus nachfolgt,
dass man weiß, ja, es geht darum, das Leben zu gewinnen, aber nur um die Preisgabe seiner selbst. Jesus selber lebt das vor in seinem Weg, indem er ihn bis zu Ende geht, mit aller Konsequenz. Das mag uns manchmal drücken, aber wir sollten das Ziel, das eigentliche Ziel von Glaube und Werken, das Ziel der Nachfolge nie aus Augen und Sinn verlieren.